Viele Themen werden und müssen in der Politik behandelt werden. Da kommt das Thema Umwelt oft zu kurz. Mit dem Umweltpreis will die Stadt Dessau-Roßlau dem entgegentreten. Und so wird dieser mit 400 € dotierte Preis seit 2002 im zweijährigen Rhythmus an engagierte Teilnehmer im Bereich Umweltschutz und Umweltbildung überreicht. Zum einen, um das Thema Umwelt in den Vordergrund zu stellen, zum anderen, um einfach einmal Danke zu sagen für das ehrenamtliche Engagement, was heutzutage nicht ganz selbstverständlich ist. Und die Kriterien sind relativ offen. Wir haben also gesagt, alles, was mit Umwelt zusammenhängt, das können also direkte Umweltprojekte sein, das kann aber auch in Vorbereitung sein, so wie wir es heute also auch vergeben haben. Also wenn es darum geht, Kinder dafür zu begeistern und auch entsprechend dafür Sorge zu tragen, dass das Umweltbewusstsein bei denen sozusagen dann integriert wird. Auch dies sind praktisch Kriterien. Also dieser Begriff ist, sagen wir mal, sehr weitreichend. Alles, was mit Umwelt und in dem Zusammenhang gelesen werden kann, besteht die Möglichkeit, hier einen Preis im Prinzip zu erhalten. Das Projekt muss entsprechend dargestellt werden, begründet werden und dann gibt es eine Jury, die sich damit dann auseinandersetzt. In diesem Jahr konnte der Waldkindergarten Dessau die Jury von sich überzeugen. Somit waren neben den Betreuern natürlich auch eine kleine Rasselbande eingeladen, um den Preis in Empfang zu nehmen. So lauschten die Kleinen ganz gespannt den Worten von Christian Meister von der Stadtverwaltung und wurden dann sogleich mit Lutschern belohnt. Schon seit längerem führt der Waldkindergarten öffentliche Waldspaziergänge durch, auf denen man der Natur richtig nahe kommt. Natur erleben mit allen Sinnen, Aufmerksamkeit schulen, ja, im Wald sein, einfach draußen sein und was man mit der Natur alles machen kann, solche Dinge werden da gezeigt. Im Anschluss an die Preisübergabe hatten sich die Kinder des Waldkindergartens noch etwas Besonderes einfallen lassen. Nachdem das Kerzenlicht entzündet war, erklärte Ines Kühne das Ritual. Jedes Kind hatte ein buntes Tuch vor sich liegen, was jeweils für eine Jahreszeit stand und mit Hilfe der unterschiedlich langen Bänder konnte man erkennen, wie lang der Tag und wie kurz die Nacht ist. Und da die dunkle Jahreszeit allmählich anbricht, musste auch das blaue Band länger werden. Doch war dies kein Grund für Trübsal bei den Kindern, die den Herbst lieber mit einem Lied begrüßten. Neben dem Waldspaziergang engagiert sich der Waldkindergarten aber noch bei weiteren Projekten. Ja, es gibt jährlich ein Eltern-Kind-Projekt, was jetzt auch demnächst laufen wird, wo wir Unterstützung auch vom Biosphärenreservat Mittlere Elbe bekommen. Und zwar wird eine Streuobstwiese bei uns, die bisher auch vorhanden war, durch den Sturm vergangenes Jahr leider sehr kaputt gegangen ist, einfach wieder neu aufgeforstet oder errichtet. Ja, und das passiert auch mit den Eltern und Kindern unseres Vereins, unseres Kindergartens. Und da freuen wir uns schon drauf. Das wird jetzt im Oktober laufen. Ja. Falls Sie also ein Umweltprojekt haben, was Sie vorstellen wollen, dann können Sie sich bei der Stadt bewerben. Eine Jury mit Vertretern aus Stadtverwaltung, Biosphärenreservatsverwaltung, Umweltbundesamt und dem Ornithologischen Verein wird dann über die Preisvergabe entscheiden.